Hallo liebe Freunde auf MyQTube. Hier sind wieder Henriette und Kai aus dem Kahlenberger Land. Heute steht bei uns auf dem Betrieb das Klauenschneiden an. Das machen wir alle 6 Monate, sprich 2-mal im Jahr. Da das naturgemäß etwas unruhig abläuft, haben wir für euch ein paar Bilder zusammengeschnitten und Henriette erzählt euch jetzt was dazu. Viel Spaß dabei. Die Kühe werden aus einem Treibegang heraus in den Klauenstand reingetrieben und dort dann fixiert, damit sich die Kuh nicht verletzen kann, aber auch der Klauenschneider sicher ist. Denn wir können der Kuh ja nicht sagen, Mäuschen, tut nicht weh, brauchst nicht zappeln. Dann werden nach und nach die einzelnen Füße mit einem kleinen Haken hochgehoben, damit der Klauenschneider zunächst mit Messer und dann mit der Flex die Klaue bearbeiten kann. Das kann man sich vorstellen wie Fingernägel schneiden. Allerdings gibt es auch manche Kühe, die Probleme haben. So wie diese Kuh, Alicia, die vorne rechts eine Druckstelle hat. Diese Druckstelle kann mehrere Ursachen haben, zum Beispiel eine Fehlbelastung. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus dem Nagelstudio, ähnlich wird auch der Klotz geklebt. Zunächst wird der Klotz und die Klaue erwärmt, um die chemische Reaktion des Klebers auszulösen. Um dieser Klaue Zeit zu geben, auszuheilen, wird auf der gesunden, auf der äußeren rechten Klaue ein Klotz geklebt, damit die Innenklaue beim Laufen nicht mehr belastet wird. Ihr seht, dass die Kuh an der Stelle auch empfindlich ist, denn sie zieht ihren Fuß zurück, wenn der Klauenschneider die Stelle berührt. Es ist aber sehr wichtig, dass er das lose und tote Horn an der Stelle wegnimmt, damit neues, gesundes Gewebe wachsen kann. So kann die Druckstelle ganz in Ruhe ausheilen. Hier ist nicht mal ein Verband nötig. Sobald der Kleber trocken ist, wird der Fuß wieder runtergelassen und die Kuh kann besser laufen als vorher. In den allermeisten Fällen liegen keine Veränderungen der Klauen vor, sodass nur ein Korrekturschnitt notwendig ist. Für alle 4 Füße benötigt der Klauenschneider dann nur etwa 2 Minuten. Meistens sind die Kühe schneller fertig, als sie realisieren, dass sie überhaupt gerade im Klauenstand drin waren. Und müssen sich erstmal vergewissern, ob sie wirklich gerade im Klauenstand drin waren oder ob sie das nur geträumt haben. Anschließend geht es dann für die meisten, wie immer, zum Fressen. Guten Appetit!